Hey Roland. Hallo, Servus. Wie geht's dir? Ja, danke. Gut, und selber? Auch gut, ja. Was steht Freut heute an? mich. Was machen wir? Ja, heute machen wir also mein Brust- und Rückentraining. Ich mache das immer so, wenn ich alleine trainiere, wenn ich keinen Trainingspartner dabei habe, dann kombiniere ich das quasi Brust und Rücken heute bei uns hier in der Fitnesswerkstatt. Sehr schön, dann würde ich sagen, legen wir los. Genau, Vollgas. Jetzt gibt es natürlich hier vom Training, das darf ja nicht fehlen, ne? Hier den Booster von GN. Hab gerade zwei Scoops reingemacht. Das ist mein Pre-Workout. Ne? Da läuft das Training richtig geil. Ne? Ansonsten, ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Da muss ich ja ein bisschen Da wäre der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, da muss ich auch ein bisschen nachhelfen, ne? Sonst geht da nichts. Also, Prost auf euch. Dann Prost. Narkotika-Infection. Geil, das ballert. Der Bus, der läuft noch. Muss ein bisschen warten, bis der Motor warm läuft. Und dann wird mir mein Schatz gleich was zum Intra machen. Also Intra-Workout mache ich immer 30 Gramm Cluster. Also man könnte auch 60 machen, aber ich will ja nicht zu fett werden. Muss ich ja ein bisschen aufpassen auf die Linie. Und deswegen 30 Gramm Cluster, 20 Gramm EAAs und 2 Gramm Salz. Das macht mir jetzt die Dagmar, mein Schatzilein. Und ich werde schon... Ja, mein ja. Baby. Ja, danke schön. Und ich werde mich schon langsam aufwärmen, oder? Jawohl. Baby, mach mir doch mal 60 Gramm Cluster. Ich merke, Energie geht aus irgendwie. Meinst du? Aber mach lieber 60 Gramm, okay? Auch erstmal nur 30 Kilo. Auch erstmal zum Warmmachen. Wie gesagt, das ist so eher so Fitnesstraining für mich. Ich mache ja keine Wettkämpfe mehr. Aber ich will auf jeden Fall fit bleiben. Deswegen mache ich die Kombination. Die mag ich wirklich sehr gut. Wie gesagt, immer ein Satz Brust, ein Satz Rücken. Kleine Pause, Brust, Rücken, Pause und das 4x4. Also sind es dann insgesamt heute 32 Sätze. Up. 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 Jawohl. Ich mache immer zwei Aufwärmsätze. Jetzt nochmal einen Aufwärmsatz. Und dann geht's los. Up. Up. Das gibt Power. Ja, es gibt Dampf hier. Und dann noch der Intra-Shake. Ja, der muss sein. Also heute, obwohl ich schon gut gegessen habe, aber für mich 30 Gramm, habe ich mir gedacht, das ist echt zu wenig, 60 Gramm. Ich bin auch nicht fett, also ich passe da schon auf, dass ich halt nicht zu fett werde. Mein Gewicht ist immer so zwischen 105, 106 Kilo. Oh, jawohl. So, dann machen wir 50 Kilo. Also früher war ich bei 100, jetzt bin ich bei 50, aber ich, wie ich euch gesagt habe, ich mache ja keinen Muskelaufbau, ich mache eh... Ja, fit bleiben will ich ja. Ne? Und die Athleten und Athletinnen, die bei mir sind, die müssen draufpacken. Aber ich bin ja nur am Erhaltungsprozess. Du machst entspannt, aber dafür die Athleten richtig. Ja, die Athleten, ja, die quäle ich ohne Ende. Ich kann mich auch noch quälen. Das Problem ist, wenn ich mich noch quäle, so richtig, manchmal mache ich es auch noch, habe ich dann am nächsten Tag oder in der Nacht habe ich schon so einen Muskel, der kann kaum noch schlafen. Ne? Also manchmal übertreibe ich. Also da geht die Sicherung raus, ne? Dann gebe ich Vollgas. So wie früher. So wie früher, genau. Und da denke ich, okay, ich bin jetzt noch 20, 30 Jahre jünger. Und nachts bin ich dann am Sterben, ne? Sterben der Schwan und dann kriege ich noch Anschiss von der Dagmar, sagt sie, ja, du alte Simpel, hast du wieder übertrieben, ne? Ja, aber wenn es mich dann packt irgendwie, dann, gerade wenn ich einen Athleten da habe, der 30 Jahre jünger ist als ich, dann will ich da irgendwie noch mal mithalten mit dem Gewicht. Und nachts kriege ich schon die Packung, dass ich dann nicht mehr schlafen kann, weil ich voll die Schmerzen habe. Ah. Oh ja.
das ballert schon, das ist ja Wahnsinn. Ich bin schon total heiß geworden jetzt. Butterfly und Frontziehen, ist das eine Kombination, die du auch einem Athleten von dir geben würdest? Oder ist das nur für dich jetzt einfach das nur für mich. Eine gute Kombi? Also bei den Athleten mache ich meistens Brust, Arme, extra Beine und dann Rücken, Schulter. Oder ich mache einen Fünfer-Split, dass ich alles einzeln mache. Aber da habe ich verschiedene Trainingsmethoden. Okay. Hup. Sehr brutal. 50 Kilo. Wieso schwer das so sein kann, das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber leichtes Training sieht anders aus. Du strengst dich ja schon noch an. Ja, ich versuche immer leicht zu machen. Funktioniert nicht ganz, ne? Nee. Macht der Gewohnheit. Das ist echt Gewohnheit. Ich will immer ein bisschen leicht. Ich habe eigentlich vorgehabt, leichter zu machen. Aber ich meine, klar, vom Gewicht her geht es eigentlich. Aber die Trainingsintensität ist ja, die muss so bleiben. Oh. Dann gerade am Ende dehnst du da ein bisschen den Latt nach? Oder? Ja, ich dehne schon im Training immer. Deswegen habe ich mir immer früher das Dehnen nach dem Training gespart. Ich habe das immer im Training gemacht. Ich dehne den Latt ein bisschen da vorne bei der Butterfly, dehne ich auch die Außenrotation, also die Brust. Deswegen gehe ich dann nach hinten und bleibe ich dann kurz stehen und dehne das halt. Ne? Deswegen sparst du dir viel Zeit. Aber ein bisschen Energy jetzt. Klasse. Ja, und ja, ein bisschen Salz. 2 Gramm. Jo. Langsam im Mund ein bisschen, irgendwie Gewohnheit. Nicht einfach runterkippen, ne? So ganz langsam runter. Ballett. Das merkt man schon. Das merkt man schon, gell? Ja, das ist geil. Schwitzen, ne? Also Motor läuft, ne? Für mich ist das geiles Training, ne? Das ist gut für Herz-Kreislauf und alles. Und für die Kraft, für die Bewegung, alles. Also, das ist echt schön. Und wahrscheinlich auch für den Kopf, oder? Ohne wäre schwer. Für den Kopf, nein. Ihr habt es also gesehen, oder? Ihr seht ja, ich streng mich trotzdem an, gell? Also, aber für den Kopf ist das auf jeden Fall gut. Aber ich brauche das einfach, gell? Das macht mir einfach Spaß. Und dann machen wir die Schrägbank, die obere Brust jetzt. Oh shit, okay. Oh. Jo. Gleich hier weiter. Mal gleich rudern. Hast du Durchgang, wie ist das Gefühl? Das ist echt geiles Training, also ich fühle mich echt wohl. Ne? Ich merke, der Körper brennt, also ich schwitze. Ja, die Atmung ist oben, also Puls geht hoch. Also ist sehr intensiv. Ne? Mein Gewicht ist auf so ein Mittel zum Zweck, auch für die Bodybuilder. Man muss ja nicht die schwersten Gewichte bewegen, um der beste Bodybuilder zu sein. Hier bei mir, jetzt so wie ich das so trainiere, das ist echt mega gut. Wie ich vorhin schon gesagt habe, eher so für die Gesundheit, für den Kopf und auch die Muskulatur. Huh! Ah!
Jetzt wieder dehnen. Oh, geil. Buja. Oh ja. Jawohl, schon gut. Das ist schon hart. Ja, das ist anstrengend, ja. Aber macht auch Spaß, ne, diese Quälerei, Alter. Man schwitzt da halt und danach weiß man, dass man was gemacht hat, gell. Ich bin danach echt dann fertig, ne. Aber das Viertelstunde, halbe Stunde, da bin ich wieder erholt. Geht relativ schnell dann wieder. So, ich merke schon langsam, ich bin schon auch ein bisschen geschafft, ne? Aber ich habe mir was vorgenommen, das ziehe ich jetzt durch. Bei mir ist so nämlich, nach der Hälfte vom Training, da merke ich, da kommt auf einmal irgendwo Kraft nochmal irgendwo her. Jetzt trinke ich nochmal mein Intra und dann kommt die Kraft wieder. Kommen schön Kohlenhydrate rein, schnelle Kohlenhydrate, Klasse Dextrin, bisschen Salz dabei, eher Ass, das schiebt da nochmal ein bisschen, dann werde ich noch 4 Übungen machen. Da bin ich fleißig, ne? Da bist du fleißig, ja. Ja, sag was. Super fleißig, ja, brav. Da kommt dann auch nochmal Kraft zusätzlich. Sag's nicht, alte Simpel, oder? Ja, aber Gewicht habe ich nicht viel gemacht, ja. Wie immer halt 50, 60 Kilo oder so. Aber ist ja intensiv halt, ne? Mit Gefühl halt. Jawohl. Aber es knallt, ne? Hopp. Ah! Oh ja, das ist schön. Machen wir gleichzeitig jetzt Überzieh. Hopp. Jo. Hopp. 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 Oh je, je, je. Na, das knallt. Fühlt man sich später wie neu geboren. Echt ein geiles Gefühl, ja. Ist immer noch ein schönes Gefühl. Genauso wichtig für den Geist wie für den Körper, ne? Das stimmt, ja. Ich meine, man soll eigentlich in der Vergangenheit leben, gell? Und aber früher war das eine ganz andere Welt, ne? Wo man dann, wenn man 30 Jahre, wo man 26 war oder so, gell? Das war ja Wahnsinn. Mein Training kann ich so zerstören, dass ich nach dem Training, habe ich oft genug gesagt, dass ich erstmal kurz warten musste, 10, 15 Minuten, bis ich dann duschen konnte. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein erstmal und habe Sterne gesehen, gell? So Sterne und so Ohrensausen manchmal gehabt, weil ich so halt Vollgas gegeben habe. Das Training, was ich heute mache, das macht mir auch sehr viel Spaß und ja. Das ist echt geil. Oh ja. Und wie viele Sätze ich jetzt habe? 2 oder 3? 3, ne? Früher ging es mir auch immer so, gell? Ich habe einen Trainingspartner gehabt, der Walter Burkhardt, mit dem habe ich von 90 bis 96 trainiert, also 6 Jahre haben wir zusammen trainiert. Der Walter hat immer, vergesse ich wie heute nicht, hat immer gesagt, haben wir in Wiesbaden trainiert, kommt da selber aus Limburg, ein sehr guter Freund von mir an der Stelle. Walter, ganz liebe Grüße an dich, mein ja, Freund. Der hat immer gesagt, oh Roland, wir haben schon 5 Sätze oder 6. Sag ich, ne, wir haben erst 4. Eigentlich, glaube ich, haben wir schon 6 gehabt. Und der Walter hat dann immer gesagt, ne, wir haben schon. Der wollte immer, der hat immer eine weniger gehabt und ich habe, also er hat immer eine mehr gehabt und ich habe immer 2 weniger gehabt, ne. Wo er gesagt hat, wir haben schon 5, da habe ich gesagt, wir haben, glaube ich, 3 oder so, ne. Also, da haben wir dann immer gesagt, okay, Walter, wir machen noch 2 Sätze. Manchmal haben wir 5, 6, 7 Sätze gehabt, keine Ahnung, ne. Nach dem Motto, lieber. Lieber eine mehr wie zu wenig. Ich war dann immer für eine zum Absichern. Das war immer so goldig mit dem Walter, gell? Weil er immer gesagt hat, Roland, wir haben schon 5 oder 6 Sätze. Sag ich, nein, Walter, wir haben erst 4. Und dann haben wir trotzdem noch weitergemacht. Gell? Also,
Das war halt ja so lustig halt, ne? Aber wir haben trotzdem weiter durchgeballert, ne? Trainiert. Hat sich auch nicht lumpen lassen. Ab! 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 Ja. Oh ja. Oh. Okay. Oh. 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 Tja. Oh. Oh. Jawohl. Läuft. Ja, ja, meine 6 Übungen, ne? Ja, fühlt mich so gut. Jetzt trinke ich meinen Shake noch ein bisschen. Mein Intra und dann haben wir noch 2 Übungen. Wenn man hart trainiert, dann darf man auch mal schreien, ne? Nur aber wenn man hart trainiert. Ja. Oh yes. Merkt man, ne? Ja, merkt man schon. Das Training, da muss man halt immer das genießen halt, ne? Nicht dann so denken, oh, hoffentlich mal Schluss oder so. Das ist natürlich scheiße. Ab. Ab. Jawohl. Oh shit, wollte nur leicht machen, aber geht halt nicht. Aber ja, man macht halt, was man kann. Also kann ja nicht mit Handbremse hier ins Training gehen, das geht ja nicht. Oh shit. Oh ja, jetzt nochmal hat. Oh Scheiße, jetzt ist fertig. Reicht für heute. Ja, jetzt habe ich schon gemerkt, also Brustrücken fertig, ja. 8 Übungen insgesamt. Gut, ja, ich habe versucht trotzdem relativ ja, gucken, was an Wiederholung und Gewicht geht. Manchmal habe ich die letzten paar Wiederholungen ein bisschen abgefälscht, aber das ist auch kein Problem. Solange die ersten 8 oder wie viele Wiederholungen sauber sind, oder 10, wenn man dann nachher noch 2, 3, 4, 5 abfälscht, das geht dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr davon so, sehen wollt, könnt ihr mir auf jeden Fall mal schreiben, kommentieren, meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und ihr könnt mich auch gerne mit meinem Rabattcode Roland10 bei GM und bei Godfrey unterstützen. Vielen, vielen Dank.